Seit Wochen gibt es in Kolumbien blutige Proteste gegen die Regierung. Nun wurden bei neuen Ausschreitungen in der Stadt Cali nach offiziellen Angaben mindestens 3 Menschen getötet. Die Proteste in Kolumbien begannen vor etwa einem Monat. Auslöser waren Pläne für eine Steuerreform. Diese wurden später zurückgezogen. Die Proteste hielten dennoch an. Mittlerweile richten sie sich auch gegen die Gesundheits-, Sicherheits- und Bildungspolitik der Regierung. In Kolumbien sind viele Menschen von Armut betroffen. Schon 2019 gab es Demonstrationen gegen Präsident Iván Duque. Nach den jüngsten Ereignissen kündigte dieser nun die Entsendung von Soldaten nach Cali an. Geplant sei ein militärisches Großaufgebot. Das Auswärtige Amt in Berlin hat inzwischen eine bedingte Reisewarnung für Kolumbien ausgesprochen.